Die Fahrgeschwindigkeit haben wir jetzt auf dem Acker überprüft mit die 100 Meter Kalibration. Jetzt gehen wir weiter mit dem zweiten Parameter, der Durchflussmenge. Bevor wir damit anfangen können, muss man bei dieser Spritze den Düsenausstoß kontrollieren, also den Düsenzustand. Das machen wir mit dieser Konstellation. Weil wir hier einen Sirius 12 haben mit Megaspray, Isobus-Steuerung, können wir die Steuerung auf jeden Terminal darstellen. Und das ist dann bequemer von außen, um sag mal, die Spritze an- und auszuschalten und den Druck so einzustellen auf die exakt 3 Bar, sodass ich weiß, dass alle Vorgaben da sind. Das machen wir jetzt mal eben hier von der Terminal. Das steht auf manuelle Bedienung, ungefähr die 3 Bar. Das ist also noch nicht richtig. Ich mache die Spritze jetzt an. Werde auf die 3 Bar hochgehen. Jetzt bin ich schon rüber. Mal eben kontrollieren. Wir sind jetzt auf die 3 Bar. Ich werde jetzt alle Düsen einzeln angucken, um eben zu gucken, sind die in Ordnung. Eine einfache optische Kontrolle reicht eigentlich aus. Also wir können ganz schnell bestimmen, machen alle Düsen, was sie machen soll. Und zum Beispiel hier haben wir eine Düse, der nicht in Ordnung ist. Der werde ich gleich eben überprüfen. Der Rest sieht gut aus. Eine optische Kontrolle zeigt schon oft, ob eine Düse in Ordnung ist. Diese ist dann ganz heftig beschädigt. Nur als Beispiel haben wir das so gezeigt. Aber diese Düse muss man natürlich austauschen. Das werden wir dann auch tun. Spritze nochmal an. Alles sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir weitermachen mit der zweiten Kontrolle, der Düsenausstoß. Eine neue Düse ist normiert und damit farbkodiert anhand seiner Größe, die Größe von der Bohrung. Ich habe hier die Düsentabelle einfach aus der Betriebsanleitung genommen, der Ausschnitt, und kontrolliere jetzt bei meiner 04 Düse, ich habe eine rote Kappe, eine rote Düse, Entschuldigung, und der soll bei 3 Bar Druck 1,6 Liter pro Minute ausbringen. Dass dieser Abgleich, den wir jetzt machen, losgelöst ist von der Regelgenauigkeit, hat damit zu tun, dass wir den Düsenausstoß abgleichen wollen mit der Originalgröße, die Originalausbringmenge, die 1,6 Liter. Ist das Loch einfach größer geworden durch Verschleiß im Laufe der Zeit, dann baue ich mit einer volumenbasierten Regelung nicht mehr die gleiche Druck auf an die Düse. Die Mengen werden noch stimmen, aber durch die volumenbasierte Regelung bin ich dann nicht mehr in der Lage, den gleichen Tropfenspektrum an die Düse zu bauen. Und damit ist meine Verteilung nicht mehr optimal. Na, das werden wir jetzt kontrollieren, durch einfach jede Düse eine Minute auszulitern. Das machen wir mit Hilfe einer Waage, weil eine Waage hilft mir einfach besser, genauer zu bestimmen, was in dem Messbecher drin ist. Ich mache das auch zusammen mit meinem Kollegen Olli und jetzt werden wir dann auch anfangen. Olli, hier gehen wir. Ja. Wir machen die Spritze an. Exakt 3 Bar drücken wieder. Gut. Wir können anfangen. Okay. Ich fange jetzt hier nicht mit der äußeren Düse an, aber mit derjenigen hier vor mir, weil der äußere Düse ist hier eine Randdüse. Ich warte auf Zeigen von Olli. Und jetzt machen wir einfach eine Minute lang auslitern pro Düse. So, jetzt werden wir die Messwerte hier erfassen. Passt perfekt bei mir. Olli, wie sieht es bei dir aus? Auch haargenau, perfekt. Dann machen wir jetzt den nächsten Satz. Ja.